Heute Morgen um 6 rief mich dann meine Kollegin an, die von Raketen geweckt wurde. Und dann ist das auf einmal eine ganz andere Realität. Eine neue Realität für Knut Rüffer. Der Unternehmer betreibt von Bremen aus eine Softwarefirma in Kiew. Fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine, in einem Land im Krieg. Da geht es einem nicht gut. Ne? Man sorgt sich um die Leute, man weiß nicht, geht es allen noch gut. Sein Team versucht er in Sicherheit zu bringen, irgendwie nach Deutschland zu holen, in Hotels unterzubringen. Krisenmodus auch in Krefeld. Geschäftsführer Samiron Mondal macht in Russland einen Großteil seines Geschäfts. 20% des Umsatzes der Simpelkamp-Gruppe mit Maschinen- und Anlagenbau. Sie rechnen mit Verlusten durch Sanktionen. Das wird sich auswirken auf den Zahlungsverkehr mit unseren russischen Kunden. Wir wissen natürlich noch nicht, inwieweit sich das auch auf Lieferbeschränkungen nach Russland hinein auswirkt. Wir müssen jetzt mit den Kunden erörtern, wie gehen unsere aktuellen Projekte weiter. Inwieweit hat das Auswirkungen auf Lieferungen? Aber die deutsche Industrie unterstütze harte Sanktionen, sagt heute der Maschinenbauverband. Auch wenn das die Unternehmen selbst viel Geld kosten wird. Denn Deutschland und Russland sind wirtschaftlich eng verflochten. Russland ist als Markt für uns der neuntwichtigste Exportmarkt mit etwa 5,5 Milliarden Euro Volumen. Das ist also durchaus nennenswert. Dennoch, es gibt keine Relativierung. Wir unterstützen Sanktionen. Nachrichten statt Umsatzzahlen. Auch hier beim Kölner IT-Unternehmer Jan Webering. Er sorgt sich heute mehr um seine 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine als um sein Geschäft. Helfen, unterstützen, die Familien rausholen. Wir sind da sehr hinterher, dass es erstmal den Mitarbeitern gut geht. Es werden Gehälter vorher ausgezahlt. Es wird dafür gesorgt, dass alles getan wird, was die Mitarbeiter heute brauchen. Ein Schock für die deutsche Industrie, egal wo. Die Unternehmen hoffen, dass die Menschen nicht zu sehr leiden müssen, dass sie die Geschäfte, die jetzt wegbrechen werden, irgendwie kompensieren können.